Hi Leute, eure Story wieder hier. Heute mal wieder mit einer Storytime. Ich wundere, ich war gerade duschen und irgendwie fallen mir unter der Dusche immer die besten Geschichten ein, die mir mal passiert sind. Naja, je nachdem, wie man es nimmt, auf jeden Fall will ich euch heute mal von meinem bzw. unserem Leasing-Auto erzählen. Wieso bzw. unserem? Da muss ich mal von vorne anfangen. Und zwar gibt es dazu zwei Geschichten, die mir mit diesem Auto passiert sind. Kam mein Vater mal auf die Idee, wir können uns ja mal ein Auto leasen, so einfach mal, um es ausprobiert zu haben. Er natürlich Mitarbeiterprozente bekommen und so weiter und so fort, dies als Ananas. Waren wir natürlich auch, also meine Ziehmama, wie ich immer so schön sage, und ich natürlich auch nicht ganz abgeneigt, haben gesagt, jo, können wir ja mal probieren. Eine Woche später stand dann dieses Auto da. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch ein anderes Auto gefahren, was ich aber dann zu Schrott gefahren habe, dazu aber in einer anderen Geschichte, mal in einem anderen Video irgendwann vielleicht mal mehr. Auf jeden Fall war ich dann persönlich hauptsächlich mit diesem Auto unterwegs, weil ich natürlich logischerweise kein anderes hatte als das und natürlich kam das auch zufälligerweise ziemlich gelegen. Und ja, dann fange ich mal an mit der ersten Geschichte, die mir mit diesem Auto passiert ist, die ziemlich lustig ist. Und zwar war es mal so, ich hatte mal eine Woche Berufsschule, kam an einem Freitag ein bisschen später, nicht weil ich verschlafen habe oder so, ich war morgens noch beim Arzt, mir Blut abnehmen zu lassen, wegen Blutwerten, weil ich habe es mit der Schilddrüse, die ist das Ananas. Die Lehrer wussten Bescheid, meinten nur, jo, bring mir eine Bescheinigung vom Arzt mit, alles kein Problem. Ja, und dann war es natürlich so, man muss sich vorstellen, es ist von der Autobahn geht es quasi runter, man kann geradeaus fahren, an der Schule vorbei am Haupteingang, dann kommt ein Kreisverkehr, erste raus und da fährt man dann zum Parkplatz. So, ab dem Punkt, wo quasi der Haupteingang, also dieser Vorhof vom Haupteingang von der Schule aufhört, ist ein 30er-Zonenschild. So, natürlich wussten das nicht wirklich viele wahrscheinlich. Also ich war eine von denen, die es nicht wussten, weil ich das Schild auch nie gesehen habe. Mir ist es persönlich nie aufgefallen, weil es halt von ein paar Bäumen verdeckt war. Weil es ziemlich bescheiden, beschissen stand, beziehungsweise immer noch steht. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt ein bisschen weiter nach vorne versetzt haben. Keine Ahnung, habe ich noch nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall hatte ich, ehrlich gesagt, persönlich zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung davon. So. Ich wollte natürlich in die Schule, eh klar, weil ich eh spät dran war, auch wenn es die Lehrer wussten, aber trotzdem. Ich fahre dann so hinter dem Bus her, natürlich wie gesagt, Kreisverkehr, erste Ausfahrt raus und habe mich schon die ganze Zeit geärgert, wieso dieser gottverdammte Bus, es war wahrscheinlich ein Schulbus, nicht 50 fährt. Weil ich eben drauf und dran war, dass man da 50 fahren darf und er ist halt vor mir mit so 30, 40 dahin juckelt. So, und irgendwann, ich sehe halt dann noch... Dazu muss ich mal kurz erklären, man fährt quasi erst aus dem Kreisverkehr raus, dann kommen so zwei kleinere Parkplätze und da stellt die Polizei gerne mal einen Blitzer hin. Und auf einmal macht sie nur noch Pfumm. Und ich dachte mir so, verdammt, haben die mich jetzt geblitzt, ja? Mit dem Leasing-Auto. Dachte ich mir so, ach du Scheiße, ne? Gucke ich nochmal den anderen Autos zu, wie langsam oder schnell die fahren. Ich war halt so mit um die 40 laut dem Leasing-Auto-Tacho unterwegs. Da dachte ich mir so, die fahren alles so. Ich denke, Scheiße, ne? So, eine Woche später komm ich so von der Arbeit nach Hause. Ich dachte mir halt zu dem Zeitpunkt so, ach komm, gibt es halt ein drauf, sage ich jetzt mal so, nett gesagt. Du wirst es schon sehen, wenn du geblitzt worden bist. Mein Gott, dann musst du es halt sagen, bist du selber schuld, ne? Wie gesagt, wirklich auf den Tag genau, eine Woche später, natürlich lief das alles über meinen Vater, über das Werk, dieses Ananas, ist ja eh klar, weil Leasing-Auto und die haben das Kennzeichen, ne? Und dann war es so, wie gesagt, Punkt, auf den Tag genau, eine Woche später, lag morgens dieser Blitzebrief auf dem Tisch. Ja, steht halt drin so, ja, diese und jene Uhrzeit, also 9 Uhr, 20 nach 9, halb 10 morgens war es circa. Diese Uhrzeit, dieses Datum und natürlich hier und da, wo es halt gewesen ist. Und ich so, okay. Das war lustigerweise auch gerade der Tag, wo mein Lohn gekommen ist, also beziehungsweise mein Auszubildendengehalt. Und ich dachte mir so, komm, ja... wenn es von der Arbeit heimkommst, ich bin natürlich, weil meine Arbeits- bzw. meine Ausbildungsstelle da nicht weit vom Zuhause meiner Eltern weg war, bzw. auch von meinem Zuhause, bin ich da morgens immer zu Fuß hin. Es ist, das sind oder waren nur 10 Minuten Fußmarsch in die eine Richtung. Das heißt, ich bin am Tag Arbeit hin und zurück 20 Minuten gegangen. Ne? Genau, kurz gesagt.
Auf jeden Fall komme ich dann von der Arbeit nach Hause, sag noch so zu meiner Ziehmama so, yo, ich muss dann noch schnell in die Bank Geld abheben und noch was überweisen. Sie so, yo, kein Problem. Sie wusste ja dann an dem Tag, dass mein Geld gekommen ist und ich war immer so, ich will an dem Tag. Natürlich, wenn man weiß, man bekommt das Geld, dann will man natürlich an diesem Tag auch sofort an sein Geld ran. Ne? Wer ist da nicht so? Also, ne? Auf alle Fälle kommt ein paar, so ein, zwei Minuten später mein Vater durch die Tür. Oder nicht so, wo kommst denn du jetzt her? So, ja, er hat die 15 Euro, was es waren, jetzt überwiesen, weil er wurde ja geblitzt. Und ich gucke ihn an, du, Papa, hast du den Blitzerbrief hier? Er so, ja, hier, hat ihn aus seiner Innentasche gezogen, aufgefaltet. Habe ich gesagt, 9:30 Uhr. Hier und da. Überleg mal, ich hatte letzte Woche Berufsschule. Ich bin hauptsächlich mit diesem Auto unterwegs. Er zu dieser Zeit noch Nachtschicht. Das heißt, er hat um diese Uhrzeit geschlafen, ne, habe ich gesagt, Papa, überleg mal logisch. Erstens war ich zu dieser Uhrzeit mit diesem Auto unterwegs, gerade in dieser Stelle, wo geblitzt worden ist. Und erstens glaube ich nicht, dass du Telekinese beherrschst, habe ich natürlich nicht ernst gemeint, sondern mit einem ironischen Unterton. Und zweitens, du hast da geschlafen und dass jetzt zwei Autos, zwei gleich gebaute Autos, ist zwar nicht unwahrscheinlich, dass sie da vorbeifahren, aber mit exakt demselben Kennzeichen auch noch da vorbeifahren und geblitzt werden mit dieser Geschwindigkeit, also 38 km/h. Hans, mit dem wurde ich geblitzt. Dann halt noch minus diese 3 km/h Toleranzgrenze, was zu diesem Zeitpunkt noch gezählt hat. Ja, genau. Und ich so, Papa, jetzt überleg mal, und er. Also wirklich, seine Kinnlade ist runtergefallen, wenn sie gekonnt hätte, bis zum Erdkern. Und natürlich mussten meine Ziehmama, ne, und ich ziemlich lachen, kann man sich vorstellen. Ich dann natürlich gleich, ach komm, scheiß drauf, ich wollte später eh noch in die Bank, ich gebe dir dann die 15 Euro wieder, dann sind wir quitt. So haben wir es dann auch gemacht, so, okay, Thema erledigt. Erste lustige Story, die mir mit diesem Auto passiert ist. So, jetzt kommen wir zur zweiten, ja, was heißt nicht lustigen, die Story ist jetzt ein bisschen ernster, aber mit einem ziemlich lustigen Ausgang, weil ich den Polizisten ziemlich cool fand. So, da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, es war Silvester. Und ich bin halt zu meinem Ex gefahren, also den Ex, den es in der Storytime geht. Genau, da war die Beziehung noch recht am Anfang. Auf jeden Fall war ich dann noch da an der Tanke, habe eben getankt und habe mir noch Zigaretten geholt und habe mir ein Energy geholt und ihm auch noch. Ich war so gut, ne? Auf jeden Fall bin ich dann noch kurz an der Zapfsäule stehen geblieben, was mein Fehler war. Habe halt dann noch meinem Freund geschrieben, hey, ich fahre jetzt los und so und habe noch ein paar Nachrichten beantwortet, anstatt sofort wegzufahren, ne? Genau, bin halt dann natürlich losgefahren. Dachte mir nichts dabei, dies, das, Ananas. Und eine Woche später, es war wieder ein Freitag, komme ich von der Arbeit nach Hause, meine Eltern total wütend auf mich. Und ich dachte mir schon so, was ist jetzt? Ich habe doch nichts angestellt, ne? Und dann habe ich halt meine Eltern gefragt, was ist jetzt los? Ja, und du hast eine Anzeige, was hast du angestellt? Wegen Zechprellerei oder wie das heißt, ne? Und ich so, hä? Und dann innerhalb dieses Gesprächs, also wir haben uns dann wirklich, die Situation hat sich dann sofort wieder beruhigt, weil ich dann gesagt habe, hey, weil, ja, ich habe da getankt an diesem Tag um diese Uhrzeit circa. Da habe ich getankt, ja, aber ich habe es ja auch bezahlt, dachte ich zu diesem Zeitpunkt so. Und ich war dann aber auch so, also mein Vater war dann so, hey, komm, bitte fahr hin und klär das. Ich so, natürlich, zu diesem Zeitpunkt hätten wir zwar zu Abend gegessen, aber ich habe gesagt, hey, ich will sofort hinfahren, auch wegen den Öffnungszeiten von der Tanke. Dieses Ananas, bin natürlich sofort losgefahren, bin rein und ich habe natürlich dann mit der Dame, das war genau die Dame, die mich an diesem besagten Abend, Silvesterabend, kassiert hat. Wir haben halt dann ein bisschen hin und her diskutiert, dieses Ananas, und sie so, ja, sie ist sich zu 1000% sicher, ich habe nicht bezahlt, also ich habe den Tank nicht bezahlt, sondern nur die Energy sind die Zigaretten, die ich geholt habe und zwei Clipper, weil ich bin so ein kleiner Clipper-Sammelsuchti. Und ich stand so da und ich so, ja, ich habe doch, so, ich habe ihnen, ich. Ich weiß ja, wie viel ich ihr gegeben habe. Also ich habe für, ich glaube, 40 Euro, sagen wir umgerechnet, 40 Euro getankt. Natürlich dann auch Energy, die ist das Ananas dazu. Ich glaube, ich habe um die 60, 70 Euro circa bezahlt. Lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr genau, es ist schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall haben ich und sie dann so ein bisschen hin und her diskutiert. Und da meinte sie halt, weil sie halt auf ihren Standpunkt beharrt hat und ich natürlich auf meinen. Und wir kamen auf keinen grünen Zweig, weswegen sie dann meinte, sie holt
einen Chef und dann klären wir das mit dem. Ich so, okay, alles kein Problem. Und dann ist natürlich der Chef hinzugekommen, haben wir ihm die Sachlage erklärt, er hat sich beide Seiten angehört. Und dann meinte er so zu mir, okay, lass uns mal eben kurz ins Büro das Überwachungsvideo von diesem Tag gucken. Und ich habe halt dann auch, ich habe dann noch meine Zigaretten quasi bestellt, die Energies und die Feuerzeuge hingelegt und habe dann gesagt, uns auf der Zapfsäule mit dieser und jener Nummer habe ich noch getankt mit genau dieser Gestik. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, weil diese Überwachungsvideos sind ja ohne Ton. Meistens oder immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ohne Ton. Und da habe ich gesagt, und genau in diesem Moment habe ich eben gesagt, dass ich auf dieser und jener Zapfsäule für so und so viel getankt habe. Also das waren, ich glaube, 7 oder 38 Euro und ein paar zerquetschte, deswegen runden wir halt einfach mal kurz auf 40 Euro. Und dann sind wir wieder zurück in den Laden, haben das eben der Verkäuferin, beziehungsweise Verkäuferin, Kassiererin, eben so gesagt. Und dann wirklich jeder Gesichtsmuskel ist ihr entgleist. Und sie so, ach du Scheiße, dann habe ich es nicht angerechnet. Und mir ist es natürlich auch nicht aufgefallen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch so war, so von wegen Kassenzettel, ach nee, brauche ich nicht, schmeiß weg. Wieso das alles natürlich zustande kam. Genau, ja. Es hat sich dann Gott sei Dank auch geklärt. Der Chef war dann auch sofort so lieb und meinte, hey, hast du das Geld gerade im Bar da, dass du es gleich zahlen kannst? Dann hat sich das Thema erledigt. Er hat sich dann auch noch 1000 Mal bei mir entschuldigt, was super lieb war. Aber er hat mir dann auch erklärt, er konnte halt nicht anders als eben das zur Anzeige bringen, weil natürlich Leasing-Auto, Kennzeichen, es ist auf keinen direkten Halter geschrieben, sondern geht natürlich über das Werk, von dem das Auto geleast ist. Ist ja logisch, ne? Und ich so, ja, okay, ist ja alles kein Problem. Das Thema hat sich ja jetzt Gott sei Dank aufgeklärt. Genau, und dann meinte er so, er ruft sofort bei der Polizei an, zieht die Anzeige natürlich zurück, was dem war dann natürlich auch so. Genau, ich bin wieder nach Hause, habe das meinen Eltern erzählt, meinten die so, ja, okay, passt. So, und dann war es so, ich hatte zu dieser Zeit dann noch ein paar Tage später, so 2-3 Tage später, habe ich dann eine Erkältung bekommen, also richtig heftig vom Feinsten. Das war nämlich tiefster Winter, so, ich glaube, ja, Dezember, Januar, ne? Es war um Silvester rum. Auf jeden Fall habe ich dann eine Erkältung bekommen, natürlich dementsprechend gehustet und mir ist eh nicht wirklich viel dran, ne? Ich bin eine ziemlich zierliche und irgendwann war es halt dann so, dass ich in der Arbeit halt so viel husten musste, dass ich schon direkt in die Hocke gehen musste und meine Rippen so halten musste, weil es mir meine Rippen so geprellt hat vor lauter Husten und das tat halt dementsprechend weh. Das war dann natürlich auch so weit, dass mein Meister, mein Ausbilder, schon ein paar Mal zu mir herkam, schon morgens beim Einstempeln, hey, geht's dir gut, alles in Ordnung, wenn es ist, wenn es nicht mehr geht, sag's, dann sofort ab mit dir zum Arzt, nach Hause, Krankmeldung und so weiter und so fort. Ich habe halt dann natürlich doch versucht, dass es so lange wie möglich geht, aber da die Erkältung halt schon am Wochenende angefangen hat und dann dementsprechend noch 1-2 Tage wirklich heftiger geworden ist, habe ich halt noch eine Stunde vor Mittag, also so um gegen 11 Uhr, gesagt, hey, du, sorry, geht nicht mehr, ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr. Ich hatte schon direkt immer Angst zu husten, weil ich halt dann wirklich schon so zusammengekrümmt in der Hocke am Boden und ich konnte auch nicht mehr ordentlich arbeiten. Da habe ich halt dann auch gesagt, hey, dies, das, Ananas, macht keinen Sinn mehr. Lieber gehe ich jetzt nach Hause, kuriere mich aus, weil so, ich kann so nicht arbeiten, da bringe ich euch allen nichts. Und nicht, dass sich noch irgendjemand bei mir ansteckt, das muss nicht sein. Genau, dann war ich zu Hause und das Lustige war, mein Vater war an diesem Tag, ich weiß nicht, hatte er frei oder Spätschicht, ich glaube, er hatte Spätschicht, auf jeden Fall war er zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause. Wollte ich mich gerade ins Bett legen, habe halt nach Hause gekommen, hat meinem Vater das ihm erzählt, meinte er so, ja, okay, gut, guckte so auf die Uhr, gut, Arzt hat erst um 3 wieder offen, legst dich halt in der Zeit noch ein bisschen hin, stellst dir halt dann Wecker, dass du pünktlich noch hinfahren kannst. Dass du die Krankmeldung dann in den Nachtresort wirfst, zu Händen dein Chef, liest das. Ja, okay. Gesagt, getan. Auf jeden Fall läutet dann das Haustelefon. So, ich dachte mir nichts dabei, weil ich mir dachte, ja, okay, kann ja genauso gut mein Onkel sein, der anruft, oder meine Tante oder wie auch immer, ne? Auf jeden Fall höre ich dann noch so meinen Vater in Richtung meiner Zimmertür gehen und sagen, ja, die ist gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen, weil sie so erkältet ist, ich gebe sie ihnen schnell. Und ich gucke meinen Vater so an, klopft er an, ich so, ja, komm rein, kein Problem. Guck ihn an. Er so, ja, da ist ein netter Herr Polizist dran, geht nochmal wegen der Sache, wegen der Zechbrillerei und Ding. Hier, der will ich nochmal kurz was fragen wegen der zurückgezogenen Anzeige. Habe ich gesagt, kein Problem, hier, gib her. Und dann bin ich rangegangen, ja, hallo, Frau so und so hier am Apparat.
Und ja, der Polizist hat mir natürlich nochmal die Sachlage geschildert, wie es war kurz. Also das alles, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Und ich so, ja, bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, weil ich erkältet bin. Und er meinte halt so, ja, ich bräuchte jetzt noch eine kurze Zeugenaussage von mir, wie das hergegangen ist, dass sie das halt auch natürlich dementsprechend zu den Akten geben können und so weiter. Und ich habe halt dann angeboten gehabt von meiner Seite aus, wenn es ist, könnte ich auch vorbeikommen. Wäre kein Problem, weil ich sowieso in der Nähe dann gewesen wäre, weil der Arzt in der Nähe von der Polizeistation ist, in der städtischen. Und dann meinte er so, ach oh, nö, machen wir es telefonisch, habe ich weniger Papierkram. Und die Bemerkung hat mir diese ganze Situation nochmal sowas von gerettet, was halt mega genial war. Also der Polizist war wirklich bombastisch mit dieser Bemerkung: so, ach nee, machen wir es telefonisch, sagen Sie einfach kurz aus Ihrer Sicht und dann habe ich weniger Papierkram. Also Bombe, ne? Also nicht, dass alle Polizisten, ich will jetzt nicht alle Polizisten irgendwie als Scheiße darstellen oder sonst was, aber die Bemerkung hat mir halt einfach die Situation nochmal versüßt. So, ich hoffe, ihr konntet über diese beiden Storys lachen. Genau, mir ist es einfach so eingefallen und dachte mir, ich muss es jetzt halt mal einfach mal mit euch teilen. Genau, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Ciao, eure Stormy.